Grünau TV wird Ihnen präsentiert vom Allee Center Leipzig, dem Erlebnis-Shopping-Center in Leipzig-Grünau und Gutburg Mieterservice. Gut wohnen, gut leben. Ja, herzlich willkommen bei Grünau TV. Wir haben in den letzten Wochen mit den Stadträten für Grünau gesprochen, mit Andreas Habicht von der CDU und auch Heiko Bär von der SPD. Und heute stehe ich hier mit Sören Pellmann von den Linken. Erstmal hallo. Hallo. Ja, wir stehen hier vor Ihrem Bürgerbüro. Wie sieht es denn gerade aus? Mit welchen Problemen kommen denn die Leute aktuell so zum Bürgerbüro hier bei Ihnen? Also wir haben ganz unterschiedliche Problemlagen, die an uns herangetragen werden. Das ist klassische Rentenproblematik, Sozialthemen, Kita-Platzsuche, Schulsanierung und eben jetzt auch verstärkt Flüchtlingsfragen. Bei der Schulsanierung gab es ja heute Morgen eine neue Meldung, dass die Grünauer Schulen zumindest zwei davon ein bisschen vorgezogen werden sollen in der Sanierung. Können Sie uns dazu was sagen? Also es sind sogar drei Schulen, einmal die Oberschule, das Klinger-Gymnasium und die Förderschule Grünau hinten. Es ist lediglich vorgesehen, das Konzept vorzuziehen. Wir sind dort dran und werden natürlich jetzt Druck machen, dass es entsprechend schneller passiert und auch was sichtbar wird. Wir hatten letzte Woche den Stadtteilrundgang der CDU und da ging es auch unter anderem um das Thema Zentralisierung des Bürgerzentrums und auch der Bibliotheken. Was ist die Meinung der Linken dazu? Das Thema beschäftigt uns ja gut 10 Jahre schon. Wenn man sich den Sanierungsstand der derzeitigen Außenstellen anschaut, ist dringender Handlungsbedarf und wir sind schon der Auffassung, wir brauchen ein zentrales Gebäude, zumindest für die Bibliotheken. Und ob es dann noch Synergieeffekte mit anderen Dingen hier im Stadtteil gibt, wäre das schon gut, aber das muss man sich anschauen. Was ist mit den Einwohnermeldeämtern und so? Das wäre eine Synergie, die ich mir vorstellen könnte. Wir haben den Stadtteilladen noch, wir haben den Arbeitsladen, wir haben die Volkshochschule, also ganz viele. Wenn man dort einen zentralen Standort finden könnte, der gut erreichbar ist, wäre das ein sinnvoller Weg. Jetzt war lange Zeit das Allee-Center im Gespräch. Was ist da Ihre Meinung? Dort haben wir uns auch lange mit beschäftigt. Wir sind der Auffassung, wir sollten kommunales Eigentum stärken und lieber in einem kommunalen Gebäude bauen bzw. uns einmieten, aber nicht im Allee-Center. Das passt nach unserer Auffassung nicht. Aber nochmal konkret, was haben Sie denn vor Augen? Also es gibt zwei Modelle oder zwei Varianten, die jetzt noch verfolgt werden. Zum einen das Gebäude, was hier schräg hinter uns sich befindet, das ehemalige Postgebäude. Da ist die Stadtverwaltung jetzt im Augenblick dran, zu gucken, ob das finanzierbar ist. Und das zweite ist der Standort Bibliothek Grüner Mitte, dass man den erweitert. Dann würde es allerdings nur Zentralisierung der Bibliotheken bedeuten. Nun heißt ja Zentralisierung trotzdem immer weitere Wege. Grünau ist ja auch schon, hat ja schon fast die Größe einer Kleinstadt oder ist auf Kleinstadtniveau. Ist das nicht gerade für die Bürger besser, wenn es dezentral ist, dass man seine Sachen schneller erreichen kann? Zum einen ja, was das Erreichbare betrifft, aber wir haben den Grünolino, der die Stadtteile ganz gut miteinander verbindet. Das ist ein großer Vorteil, der auch hier zum Tragen kommt. Zum anderen ist ein zentraler Bibliotheksstandort kann ganz viel mehr Medien bieten, längere Öffnungszeiten. Das hat auch erhebliche Vorteile. Nun gab es eine Kritik auch von Herrn Habich, der sagte, Mensch, wenn jetzt das alles zentralisiert wird, die ganzen Bürgerämter, dann hat man ein Problem, dass die an den dezentralen Standorten, zum Beispiel in Ratzelbogen, dass dort dann im Prinzip die Gewerbetreibenden keine Laufkundschaft mehr haben. Er sagt, da muss man eigentlich vorher was tun, um den Leuten dann zu helfen, damit auch dort weiterhin Leben herrscht. Was sagen Sie dazu? Also zunächst sehe ich die Stadt nicht zwingend in der Verantwortung, weil wir dort eingemietet sind als Stadt Leipzig. Allerdings kann ich mir vorstellen, dass das Amt Wirtschaftsförderung dort noch aktiv wird und zu schauen, wie man diesen Standort weiter attraktiv hält. Zumal ja die dann leer werdenden Bibliotheksstandorte auch in Rede stehen. Das sind kommunale Objekte. Kommen wir nochmal zu dem Thema Einwohnermeldeämter. Wäre es nicht eine Möglichkeit, dass man vielleicht so eine Art kleine Außenstellen macht, wo man vielleicht doch dezentral auch bestimmte Dienstleistungen anbietet? Die Banken machen das ja zum Teil auch, dass sie kleinere Außenstellen haben. Wäre das nicht vielleicht ein Modell für Leipzig? Wenn man sich das Portfolio anschaut, was die Einwohnermeldeämter bzw. die Bürgerämter anbieten, das ist so großflächig und vielschichtig, dass es in einzelnen Außenstellen maximal dazu führen kann, dass man Annahme erfolgt. Und ob das den Bürger tatsächlich glücklich macht, das weiß ich nicht. Also Sie sagen, eher nein, eher wirklich was Zentrales, was wirklich gut erreichbar ist für alle. Also mir wäre es wichtig, gut erreichbar für alle mit dem kompletten Servicepaket im Angebot und auch die Öffnungszeiten bürgerfreundlich. Okay, dann würde ich sagen, bedanke ich mich bei Ihnen und Ihnen noch einen schönen Tag. Das Gleiche, danke. Ja, und damit gehen wir zurück zu Grünau TV und jetzt geht es gleich weiter nach der Werbung mit einem Projekt, wo es um Malerei von Kindern geht. Sie suchen eine neue Wohnung? Mit viel Grün, guter Infrastruktur und Verkehrsanbindung? Mit Balkon und Spielplatz vor der Tür? Mit Aufzug und teilweise sogar mit Einbauküche? Dann kommen Sie zu uns, zur Lipsia, Ihrer Leipziger Wohnungsgenossenschaft. Mit attraktiven Angeboten für Familien und Singles. Nie wieder
wieder Einkaufsschleppen. Mit der Wohnungsbaugenossenschaft Kontakt und 95 Aufzugsanlagen in ganz Leipzig. Lassen Sie sich beraten und rufen Sie gleich an 0800 2675 3x0 oder informieren Sie sich unter wbg-kontakt.de. Willkommen zurück aus der Werbung hier bei Grünau TV, dem Stadtteilmagazin von Leipzig Fernsehen. In der Saturnstraße planen die Johanniter ein Mehrgenerationenprojekt und im Rahmen dessen haben heute Kinder ein Bauschild bemalt und Tim Schädlich war für sie dabei. Was war denn bitte am Freitagvormittag in der Saturnstraße los? Ein Bauschild wird von einer Horde Kinder umringt und einfach so bemalt. Und der Bauherr, der schaut zu und freut sich. Sie werden es ahnen, die Aktion geschah auf ausdrücklichen Wunsch des Bauherren, in unserem Fall der Johanniter. Und Wieland Keller kann uns auch erklären, was es genau damit auf sich hat. Ja, dieses Bauschild steht ja hier für unser Generationenwohnprojekt in Leipzig-Grünau, Saturnstraße, Neptunweg, womit wir ein sehr innovatives Wohnkonzept umsetzen werden. Da werden ja verschiedenste Generationen angesprochen, von jungen Müttern, vielleicht mit Kleinkind, bis zu Älteren, die bis hin zu Pflegebedürftigen. Und hier im ganz konkreten Fall haben wir aus der Not eine Tugend gemacht. Unser Bauschild ist hier mit einem Graffiti beschmiert gewesen und haben uns gesagt, da machen wir jetzt einfach eine Aktion draus und holen unsere Kinder aus der Kindertagesstätte in der Markusgasse her und lassen die das einfach schön bunt bemalen, sodass das wieder hübsch ist und man auch sieht, dass hier also wirklich alle Altersgruppen auch angesprochen werden. So wie hier im Neptunweg soll es auch bald in der Saturnstraße aussehen. Schon im Dezember werden die ersten der 131 Wohnungen vermietet. Und die Nachfrage ist durchaus groß. Für jeden Interessenten soll etwas Passendes dabei sein. Wir haben natürlich, um den Generationenwohngedanken umzusetzen, haben wir Wohnungen von ganz verschiedenen Grundrissen. Wir haben bewusst uns dagegen entschieden, die alten Grundrisse einfach nur fortleben zu lassen. Das hätte bedeutet, dass man 70 Wohnungen von einem Grundriss und 70 von einem anderen Grundriss hat und sonst nichts weiter. Wir haben also Wohnungen zusammengelegt, auseinandergerissen, neue Grundrisse gestaltet, dass wir von der kleinen Anderthalbraumwohnung bis zur großen Vierzimmerwohnung alle Möglichkeiten anbieten können. Das bedeutet, dass man also als Alleinstehender einfach hier wohnen kann, aber auch als kleine Familie oder auch wenn jetzt eine Familie mit einer separaten Oma, die einen kleinen separaten Wohnbereich vielleicht noch für sich beanspruchen möchte, auch das geht. Oder eine Familie mit einem schon erwachsenen Kind, was auch so ein bisschen abgetrennt leben will. Also wirklich dieser generationenübergreifende Gedanke. Das Ganze wird ergänzt dadurch, dass wir, um auch Menschen, die gewisse Einschränkungen haben, die Möglichkeit zu geben, hier zu wohnen, dass wir hier in jedem der 14 Hausaufgänge einen Fahrstuhl anbauen werden, der anders gestrickt ist als die meisten Häuser mit Fahrstuhl in Leipzig-Grünau. Meistens endet man hier muss man noch eine halbe Treppe dann laufen. Bei uns haben wir einen höheren Aufwand betrieben, sodass wir direkt auf der Wohnetage jeweils anhalten, dass man wirklich barrierefrei in jede Wohnung reinbekommt. Neben der passenden Wohnungsgröße und dem Komfort spielt für die Johanniter aber vor allem auch die soziale Komponente eine große Rolle. An der Ecke Saturnstraße-Neptunweg soll daher auch etwas aufgebaut werden, was viele, vor allem alteingesessene Grünauer, inzwischen vermissen. Es gab in Leipzig eine Umfrage, wo gefragt worden ist, was stört die Leipziger oder die Grünauer im Speziellen an ihrem Wohnumfeld, am sozialen Umfeld. Und da wurde als die meistgenannte Antwort kam dann, dass die Anonymität im persönlichen Umfeld zugenommen hat, dass die sozialen Kontakte abgenommen haben. Und das ist genau ein Punkt, wo wir sagen, hier setzen wir mit unserem Generationenwohngedanken an. Wir fördern hier ein ehrenamtliches Hilfsnetzwerk. Wir bieten Veranstaltungen an, dass man sich untereinander kennenlernt, dass eine Willkommenskultur auch im Haus entsteht, dass man einfach zusammenlebt und sich wirklich gut kennt, damit genau diesem Mangel, der da benannt worden ist, entgegengewirkt wird. Zudem soll im Gebäude in der Saturnstraße ein Begegnungszentrum entstehen, in dem sich die Anwohner einfach treffen, aber auch beraten lassen können. Im Frühjahr oder spätestens Sommer 2016 soll die komplette Anlage fertig sein. Ja, vielen Dank, Tim Schädlich. Und wir werden bei diesem Mehrgenerationsprojekt dabei bleiben, weil es sieht ja sehr interessant aus. Und wir werden hoffentlich auch bei der Eröffnung Ihnen einen Bericht dazu liefern. Jetzt kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Am Dienstagabend war nicht so ein schönes Wetter hier in Leipzig-Grünau. Grund genug aber trotzdem für die SPD, sich hinzustellen beim PEP-Center und einen Bürgerdialog zu starten. Und wer da genau hingekommen ist und über was gesprochen wurde, das sehen Sie jetzt hier bei Grünau TV.
Die Idee des Bürgerdialogs sind 1:1 Gespräche zwischen Politik und Bevölkerung. Die SPD hat diese Art der Kommunikation in diesem Jahr in Grünau eingeführt. Und die Themen der Gespräche sind vielfältig. Neben dem ganz normalen Thema Asyl, was gerade brennt, sind auch sehr viele Grünauer Themen bei uns angesprochen worden. Das ist zum einen der Nahverkehr, zum anderen die Wohnungssituation in LWB-Wohnungen, aber auch die doch sehr miserable Schulsituation hier in Grünau, dass ein großer Sanierungsbedarf besteht. Trotz des schlechten Wetters kamen einige Gesprächskarten auch gezielt zum Stand. Das Format ist dennoch kein Selbstläufer. Also wir merken, der Bürgerdialog wird immer mehr angenommen. Es ist dennoch eine schwierige Situation, auch mit Leuten wirklich in ein konstruktives Gespräch zu kommen. Aber ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir das auch weiterführen und immer mehr auch ausbauen und dass wir das auch verstetigen. Dass wir immer wieder Gespräche führen an den Ständen und das ist besser für uns aus einem Parteibüro raus. Der nächste Bürgerdialog der SPD in Grünau ist am 3. November an der Stuttgarter Allee an der S-Bahn-Brücke geplant. Positiv ist jedenfalls anzumerken, dass die Grünauer Politiker der verschiedenen Parteien auch abseits des Wahlkampfes das Gespräch mit den Bürgern suchen. Ja, liebe Zuschauer, das war's schon fast wieder bei Grünau TV von Leipzig Fernsehen. Die nächste Folge gibt es am kommenden Freitag um 19.30 Uhr und 21.30 Uhr. Und wir verabschieden uns heute mit Bildern aus dem Allee-Center. Die haben aus Anlass des Stadtjubiläums 100 Gegenstände aus den letzten 100 Jahren ausgestellt. Das sind sehr, sehr interessante Exponate. Schauen Sie es mal an und damit sage ich Tschüss und ein schönes Wochenende bzw. eine schöne Woche. Grünau TV wird Ihnen präsentiert vom Allee Center Leipzig, dem Erlebnis-Shopping-Center in Leipzig-Grünau und Gutburg Mieterservice. Gut wohnen, gut leben.